Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Admiral. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Wenn sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Kein Politiker. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Ashley! Lieutenant Commander, wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten Sie es noch nicht? Nein, wusste ich nicht. Tut mir leid. Es war... naja. Schon okay. Es freut mich, Sie zu sehen, Ash. Mich auch. Admiral? Gehen wir. Sie kennen den Commander? Von früher. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist,
Es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Was von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind gewaltig. Los jetzt, Shepard. Ashley ist unterwegs zur Normandy. Sie nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raum schaffen. Gehen wir. Bewegung! Achtung! Wie hebt man etwas derart Mächtiges auf? Springen Sie aus vollem Lauf! Es ist weiter, als es aussieht! Los jetzt, gehen wir! Kommen Sie, wir müssen hier entlang. Sieht sicher aus, gehen wir. Los, bleiben wir in Bewegung. Lieutenant Commander, empfangen Sie mich? Shepard hört auch mit. In ungefähr 5 Minuten. Bitte wiederholen. Commander! Verdammt! Los doch, wir haben's eilig! Husks! Schalten Sie sie aus! Erschießen Sie die! Keine Munition mehr!
Los doch, wir haben es eilig! Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Er darf sie nicht zu packen kriegen. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Vorsicht! Hier entlang. Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Es ist schwer genug, Krieg zu führen, aber viel schlimmer ist die Erkenntnis, dass man versuchen kann, was man will. Man wird niemals alle retten. Völlig richtig. Der Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spectre des Rats. Das muss doch etwas zählen. Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Schnappen Sie sich Munition. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Lieutenant Commander Williams, der Raumhaft ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Lieutenant Commander! Ashley! Verdammt, ich bin in Schwierigkeiten. Wir nehmen einen anderen Weg. Hören Sie mich! Normandy, bitte kommen! Verbündete! Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! Halten Sie Ihren Kopf unten! Guter Schuss!
sie sieht. Shepard, hier drüben! Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, Matson. Wir holen Sie hier raus. Dann los, nichts mehr hin zu dem Shuttle. Was sind das denn für Dinger? Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Was ist Ihre Position, Admiral? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Lieutenant! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Sind Sie bald da? Genau. Mir geht die Munition aus. Noch mehr! Und hier kommt die Kavallerie! Wurde aber auch Zeit! Vorwärts! Willkommen zurück, Shepard. Danke! Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht! Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Wir kämpfen gemeinsam, Anderson. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe.
Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Bezeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Wir haben keine Wahl. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Vergessen Sie's. Setzen Sie mich ab. Ich gehe... Genug! Ich würde auch lieber bleiben und kämpfen. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Ihr lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht... mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verliehen. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Der einzige Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Thank you.
Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reap-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker, nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandie kriegen. Verstanden. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, es sind nur ein paar Fahrzeuge. Dann hatten sie wohl Hilfe. Ein Insider. Wahrscheinlich. Man bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen.
brauche eine klare Antwort, Shepard. Ash. Nennen Sie mich nicht Ash. Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass Sie es jetzt nicht mehr tun? Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu. Ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Sie sollten mich eigentlich besser kennen, Ash. Bitte, vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich Antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier? Auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten... ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Brauchen als Gewehre, um sie zu erledigen, Shepard. Ich kann sie kein Problem für jemanden mit Biotik.
Das waren alle. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Sie haben den Fahrstuhl sabotiert. Suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Kommande, hören Sie mich? Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Guten Tag. Ich nehme den Kontakt zur
Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Verdammt. Der Sturm wird in Kürze hier sein. Ich glaube, er ist schon da. Sieht so aus. Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Befehl. Hier drin sind irgendwo Allianz-Soldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wie Cerberus rein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Do it.
ein Geruch. Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Hier haben sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf Sie nicht erfassen. Verdammt! In Deckung bleiben, Shepard! In Deckung bleiben, Shepard! In Deckung bleiben, Shepard! Verdammt! Verdammt! Wir sind sicher. Das Geschütz kann von hier aus nicht auf uns schießen.
Kapitän. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und es sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Lieutenant ist inzwischen kompetent. In der Tat. Shepard, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh Gott, er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten Sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit Ihnen gemacht. Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen? Ich weiß nicht, was Sie sind, seitdem die Sie in den Fingern hatten. Sind das wirklich Sie da drin? Wissen Sie das überhaupt? Ich meine, können die Sie nicht kontrollieren? Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Um den Mann zu finden, den ich einmal geliebt habe. Ich bin dieselbe Person wie immer, Ash. Und ich will Sie bei mir, wo immer uns das alles hinführt. Genau das wollte ich hören. Gut. Mal sehen, ob wir die Bahn dazu kriegen, herzukommen. Hallo! Hier, Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben Sie's? Wenn nicht, werden Sie es schon bald durchschauen. Wir sollten in Position gehen, um Sie zu flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. Wird gemacht. Kapiert. Da kommen Sie. Thank you.
Wir sollten das rasch beenden. Die Archive sind auf der anderen Seite. Und ein Trupp wütender Cerberus-Soldaten auch. Shepard. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt.
Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was Sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara! Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard! Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt, wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey! Weg da von der Konsole! Sofort! Sie hat die Daten! Sie ist schneller, als sie aussieht! Dranbleiben! Wir dürfen sie nicht verlieren! Wir brauchen die Daten.
Befehle? Erledigen. Nein! Greifen Sie sich das Ding! Mitnehmen! Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit! Ash! Durchhalten, Ash! Ich hole sie hier raus! Ashley braucht medizinische Pflege. Wir müssen das Sol-System verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Ash. Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander! Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Edie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Ashley wurde verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander, Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Ash? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass Sie nicht daran glauben. Ich bin Soldat und sollte auf der Erde kämpfen, statt meine Zeit hiermit zu verschwenden. Wenn es klappen soll, brauchen wir sie. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Ash. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Thank you.
is it? Isn't it?